Hi Leute, Jasper hier. Heute geht's mal um das Thema Lipödem. Ich kriege unglaublich viele Nachrichten mit der Frage, ich habe Lipödem, was soll ich machen? Deswegen schauen wir uns ganz genau an, was ist das Lipödem eigentlich? Welche Symptome hat man? Was kann man machen, um gegen das Lipödem vorzugehen? Hier gibt es vier verschiedene Ansätze, die zusammen kombiniert werden. Und dann versuche ich mal ein bisschen ein Fazit zu ziehen. Ich werde hier auch immer mal die ein oder andere Studie einblenden. Ich übersetze das immer ganz einfach, aber weil es halt doch hier und da ein etwas heikleres Thema sein kann, wollte ich da ein bisschen tiefer in die Wissenschaft reingucken, bevor ich da so ein Video mache. Fangen wir einfach direkt einmal damit an, was ist denn das Lipödem eigentlich? Das Lipödem ist eine Erkrankung des Fettgewebes. Hierbei ist es so, dass primär Frauen betroffen sind und das anscheinend genetisch weitergegeben wird. Also gerade Frauen, wo die Familie schon eine Vorgeschichte damit hatte, sind häufiger betroffen. Und das Fettgewebe bindet hier auch noch zusätzlich sehr viel Wasser, hat eben Fett, was anscheinend sehr hartnäckig bleibt und nicht weggeht. Gerade die unteren Extremitäten sind betroffen, Beine, auch Arme können betroffen sein, wo das Gewebe eben wie anschwillt, viel Fett, viel Wasser einlagert. Was dann dafür sorgt, dass das Ganze nicht nur vielleicht dann ästhetisch nicht so schön aussieht, sondern eben auch sehr schmerzhaft werden kann und man eben sehr leicht blaue Flecke zum Beispiel bekommt. Viele haben also generell das Gefühl, dass einfach ein sehr starker Druck auf dem Gewebe ist, der ja auch tatsächlich da ist. Hier jetzt schon mal die erste schlechte Nachricht. Es gibt keinen hundertprozentigen Ansatz, wie man dieses Krankheitsbild wegbekommt. Denn tatsächlich ist das Lipödem einfach noch nicht in seiner Komplexheit verstanden. Man weiß nicht ganz genau, wie sie es verursacht, wo es herkommt und wie man dagegen vorgeht. Es gibt aber bestimmte Ansätze, was man machen und kombinieren kann. Hier lese ich einfach mal einen kleinen Abschnitt aus der einen Studie vor, die sehr schön zusammenfasst, welche Methoden man nutzen kann. Die Therapie besteht aus vier Säulen, die individuell kombiniert und an das aktuelle Beschwerdebild angepasst werden sollten. Komplexe physikalische Entstauungstherapie, das heißt also zum Beispiel manuelle Lymphdrainage, Kompressionstherapie, Bewegungstherapie, Hautpflege, also alles, was auch wirklich dem Lymphsystem hilft, diesen Wasserdruck, diesen Druck im Zellgewebe abzubauen und abzutransportieren. Dann ist als nächster Schritt die Liposuktion und plastische chirurgische Intervention aufgeführt, das heißt, das Einzige, was wirklich zu helfen scheint, um dieses aufgeschwollene Fettgewebe wegzubekommen, ist halt ein chirurgischer Eingriff, also eine Fettabsaugung. Leider kriegt man das Lipödem an sich nicht weg. Sie sagen hier auch, man soll zusätzlich noch, ich lese erstmal einmal weiter, bevor wir auf die Punkte eingehen, Ernährung und körperliche Aktivität sowie, also Punkt 3 ist dann Ernährung und körperliche Aktivität, Punkt 3, so, sowie gegebenenfalls zusätzliche Psychotherapie. Das wäre dann Punkt 4. Ich fasse also doch mal zusammen, bevor wir auf die Punkte eingehen. Physikalische Entstauungstherapie, zum Beispiel Lymphdrainage, dann Fettabsaugung, Ernährung und Bewegung und Psychotherapie. Gehen wir die Punkte nochmal durch. Klar, alles, was eben abstauend ist, ist super, aber auch hier, wir bekommen die Ursache nicht weg. Wir lindern nur die Symptome. Nichtsdestotrotz ist es natürlich super, weil es keine großen Gefahren mit sich bringt. Wenn man Lymphdrainagen und Co. macht, kann man Bereiche etwas abstauen und hat auf jeden Fall keinen Schaden davon. Das Problem ist, man bekommt es aber nicht ganz weg. Dieses Fettgewebe wegzubekommen, das geht halt nur mit einem chirurgischen Eingriff, denn das ist halt in gewisser Weise ein entartetes Fettgewebe, was halt nicht ganz normal reagiert. Hier ist es etwas unterschiedlich, bei manchen bleibt es komplett weg, bei manchen kommt es an anderen Stellen dann irgendwann wieder. In einer späteren Studie haben sie auch nochmal gesagt, kann ich später auch hier nochmal ausruhen und einblenden, dass es anscheinend umso besser geklappt hat, je früher der chirurgische Eingriff gemacht wurde. Der Krankheitsverlauf scheint also generell sehr individuell zu sein, aber von der Tendenz her ist es so, wenn man früher einen Eingriff macht, dann ist das nachhaltiger, als wenn man das erst sehr, sehr spät macht. Nichtsdestotrotz kann man natürlich mit Ernährung und Bewegung auch sehr viel bewegen. Das werde ich sehr, sehr oft gefragt. Jasper, ich habe Lipödem, bringt das dann überhaupt was? Oder was soll ich da machen im Ernährungsbereich? Auch hier, es gibt nichts Spezielles, eine spezielle Lipödem-Ernährung oder so. Sondern die Sachen, die ich auch in all meinen anderen Videos erzähle, das sind genau die Sachen, an die ihr euch halten solltet. Sie sind nur hier umso wichtiger. Die schlechte Nachricht ist, das Lipödem selbst kriegt man dadurch nicht weg. Wie gesagt, wenn man dieses, ich nenne es jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist, dieses entartete Fettgewebe weghaben möchte, dann muss man anscheinend nach aktuellem wissenschaftlichen Stand eben den Eingriff machen.
Aber wir sollten natürlich dafür sorgen, dass der Körper möglichst wenig zusätzliches Fett einspeichert, möglichst wenig Übergewicht hat. Und da ist natürlich die körperliche Bewegung und die Ernährung maßgeblich dran beteiligt. Das heißt, es ist totaler Quatsch zu sagen, weil ich das Lipödem habe und dieses entartete Fettgewebe und diesen Druck da nicht ganz wegbekommen kann, mache ich einfach gar nichts, weil es bringt ja eh nichts. Das ist komplett der falsche Ansatz. Im Gegenteil, umso wichtiger ist es, dass man sich gesund ernährt, dass man nicht zu viele Kalorien isst, dass man sich ausreichend bewegt. Denn wenn man das Lipödem hat und zusätzlich Ernährung und Bewegung schleifen lässt, dann wird es natürlich viel, viel, viel schlimmer. Das heißt, um die Symptome so weit wie möglich einzudämmen, gesunde Ernährung, viel Bewegung, wir sehen alles, was ich in den Videos predige, es ist nichts Spezielles, man sagt, du musst unbedingt das und das essen oder du musst von dem mehr essen oder weniger. Es sind die klassischen Sachen, aber mach das wirklich. Geb dem eine hohe Priorität und dann, ich würde erstmal empfehlen, ja, das ist jetzt meine persönliche Empfehlung. Macht die Lymphdrainagen, macht wirklich Ernährung und Bewegung so gut wie möglich und dann schaut mal weiter, wie stark es ausgeprägt ist. Denn auch wie viel Schmerzen entstehen und Co. ist eben sehr individuell. Wie gesagt, das ist eine Krankheit, die nicht immer bei jedem gleich verläuft, sondern auch unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann. Und wenn ihr sagt, hey, mit Lymphdrainagen und einem positiven Lifestyle kriege ich das Ganze schon in den Griff, super. Wenn ihr sagt, nee, das ist bei mir so eine extreme Ausprägung des Krankheitsbildes, dass ich so starke Schmerzensymptome habe, so stark mit der Optik zu kämpfen habe, dass ich sage, das geht so gar nicht weiter und ich habe schon Lymphdrainagen gemacht, ich habe meine Ernährung optimiert, ich bewege mich viel, aber es wird nicht besser, dann scheint nach aktuellem wissenschaftlichem Stand die Liposuktion, also die Fettabsaugung, hier die einzige richtige Möglichkeit zu sein. Hier ein kurzer Aufruf vielleicht, wenn ihr betroffen seid, wenn ihr euch damit auskennt, neuere Informationen habt, ich habe da ganz neue Studien von 2016, 17, 18, sogar 19 gefunden, aber wenn ihr vielleicht aus der Praxis direkte Erfahrungen habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Würde, glaube ich, super viele, die hier mitlesen, interessieren. Ansonsten kann ich natürlich immer nur sagen, sprecht es mit einem Arzt durch. Ne? Also ich bin ja jetzt nicht der Experte, was eine Liposuktion angeht, aber bei diesem individuellen Fall scheint es eben eine Maßnahme zu sein. Und dann vielleicht nochmal Punkt 4, die Psychotherapie. Es kann natürlich bei Leuten so stark sich ausprägen, dass ihr normaler Alltag so stark eingeschränkt ist oder dass sie optisch sich so unwohl fühlen, dass es natürlich auch psychisch für sie irgendwann sehr, sehr schwer wird. Und natürlich macht es da Sinn, eine Psychotherapie mit zu benutzen. Ich habe es schon sehr oft gesagt, ich finde es manchmal so ein bisschen schade. Ich hoffe, das bricht hier langsam auf. Ich habe das Gefühl, dass viele sich davor sträuben, weil sie denken, ach, wenn ich eine Psychotherapie mache, das ist irgendwie verpönt und dann stimmt irgendwas nicht mit mir. Das ist totaler Quatsch. So wie ihr euch einen Ernährungsberater wie mich anguckt oder bucht, wenn ihr sagt, ich möchte meine Ernährung optimieren oder ich brauche Hilfe bei meiner Ernährung, so holt euch doch bitte auch einen Experten, wenn ihr sagt, oh, ich merke, dass meine Gedanken mich verrückt machen und ich irgendwie Mentalprobleme habe. Also ist absolut nichts Schlimmes bei, macht euch da bitte keine Sorgen. Und wenn ihr merkt, dass euch das sehr, sehr stark belastet, holt euch die Hilfe dort. Okay, damit sind wir auch schon am Ende vom Video. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen ernüchternd, weil es halt nicht den einen Trick gibt, wo man sagt, iss mehr so oder mehr so und dann kriegst du das Lipödem weg. Es ist, wie gesagt, leider noch nicht gut genug verstanden, aber zumindest gibt es Ansätze, die man machen kann, um den Symptomen Linderung zu verschaffen. Und wie gesagt, jetzt hoffe ich da so ein bisschen auf eure Expertise von allen, die sagen, ich bin betroffen, kenne jemanden, der betroffen ist oder bin vielleicht sogar Arzt und arbeite in dem Bereich oder so. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare und ergänzt gerne, was ich in dem Video nicht wusste oder vergessen habe. Und dann können da alle, die das lesen, mit davon profitieren. Genau, vielen Dank. Ansonsten abonniert gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Aktiviert einmal die Glocke, damit ihr weitere Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns da unten in den Kommentaren gleich wieder oder spätestens im nächsten Video. Bis dahin, ciao.